Hier sehen Sie, wie von dem Naturpark Weserbergland über 1,5 Millionen Quadratmeter der Windindustrie geopfert werden. Death. Death. Grohnde wird von Windkraftanlagen umzingelt werden. Über 100.000 Tonnen Kies wurden hier für die Erschließung verbaut. Das sind über 3.000 Lkw-Ladungen. Große Flächen wurden für die Fundamente dauerhaft versiegelt. Crazy? Vier der Windkraftanlagen können direkt in die Höchstspannungsleitungen fallen und gefährden damit die Stromversorgung der gesamten Region. Musik 6.000 Emmertaler beziehen aus dem zukünftigen Windindustriegebiet ihr Trinkwasser. Bereits während der Bauphase gab es die ersten Zwischenfälle. Der Schattenschlag des Windindustriegebietes trifft Grohnde mitten ins Herz. Wir, die Bürgerinitiative Keine Windkraft im Emmertal e.V., klagen gegen diesen Wahnsinn. Bitte unterstützen Sie uns.